Hallo und willkommen zur Lektion Human-Centered Design und Partizipation für gelungene Mensch-Computer-Interaktion. Ich darf Ihnen Professorin Renate Motschnick vorstellen. Sie ist Leiterin der Gruppe CS Learn für Educational Technologies an der Fakultät für Informatik und Professorin am Institut für Lehrerinnenbildung der Universität Wien. In der folgenden Lektion wird der Fokus auf der Interaktion Mensch und Maschine liegen und auf der Entwicklung genau dieser Schnittstelle. Dafür führt Renate Motschnick den Begriff des Human-Centered Designs ein. Human-Centered Design stellt die Rolle der Menschen und ihre Bedürfnisse bei der Entwicklung von Interfaces ins Zentrum. Wo und wie interagieren Menschen mit Computern? In diesem Video gibt Ihnen Renate Motschnick dazu Ziele und einen Überblick. Sie wird die Begriffe der Partizipation und der Interaktion besprechen. Historisch war es so, dass in die Entwicklung von Schnittstellen die Bedürfnisse der Menschen schrittweise immer mehr einbezogen wurden. In diesem Video beginnen wir bei einem Begriff, der nennt sich Software-Ergonomie. Hier geht es um die Effektivität und Effizienz von Mensch-Computer-Schnittstellen. Das hat sich dann weiterentwickelt zur Usability, wo die Gebrauchstauglichkeit überprüft wird, hin zu UX, der User Experience, wo das Erlebnis der Benutzerinnen im Mittelpunkt steht. Ziel dieser Prozesse ist es also, die Zufriedenheit der Nutzerinnen als höchstes Ziel zu begreifen. Vielleicht fragen Sie sich mal, wann waren Sie denn das letzte Mal nicht zufrieden und frustriert über ein Gerät? Und welches war es? Werte Teilnehmende, es freut mich, Sie in dieser Einheit zu begrüßen und dass wir uns in den nächsten Minuten, in der nächsten knappen Stunde mit dem Thema oder besser sogar Anliegen des Human-Centered Design und Partizipation für gelungene Mensch-Computer-Interaktion beschäftigen können. Sie haben gehört im Titel, es reimt sich Partizipation und Interaktion. Genauso wie sich die Worte reimen, sehe ich eine innige Verbindung zwischen dem Human-Centered Design und Partizipation einerseits und einer gelungenen Mensch-Computer-Interaktion. Und wie diese Verbindung aussieht, darüber wollen wir uns heute austauschen und hier auch weiter in die Tiefe gehen. Bei der Einheit verfolge ich neben der Wissensvermittlung über Prozesse, Dynamiken, Methoden insbesondere auch das Ziel, dass jeder und jede von Ihnen auch etwas mitnehmen kann, was Ihnen wertvoll erscheint, was Sie in Ihren Gedanken, aber auch vielleicht in Ihrer Handlung, in Ihrem Verhalten beeinflussen kann. Mit dem Ziel, dass die Mensch-Computer-Interaktion besser wird. Und dazu kann zwar jeder einzelne Mensch etwas beitragen, aber in Summe brauchen wir uns da gemeinsam. Auf der einen Seite die Designer, die Programmierer, die solche Schnittstellen erstellen, die die Interaktion ermöglichen. Auf der anderen Seite aber auch ganz wesentlich die Benutzer, die Benutzenden, die diese Schnittstellen dann verwenden und auch Feedback, Evaluierungen, Interaktion geben den Menschen, damit die wieder besser vorbereitet sind, sich besser, das Ganze besser verstehen können, um solche Schnittstellen zu gestalten. Also diese Partizipation und das Wechselseitige ist hier enorm wichtig. Ehe wir in die Materie eintauchen, möchte ich mich kurz vorstellen, weil ich weiß, dass die Inhalte besser verstanden werden, wenn man auch ein wenig den Kontext und die Beweggründe der Vortragenden kennt. Ich bin derzeit Professorin an der Fakultät für Informatik und bin auch dem Zentrum für Lehrerinnenbildung zugeordnet, wo es mir viel Spaß macht, künftige Lehrpersonen zu begleiten in ihrem prägnanten und so wissenschaftlich, aber auch gesellschaftlich besonders relevanten Beruf, hier die jungen Leute vorzubereiten. Was interessiert mich an Informatik besonders? Ich war immer schon vielseitig interessiert und wollte eigentlich Mathematik studieren. Da hieß es aber am Tag der offenen Tür, also
das sollte man nur machen, wenn man sich von Gott dazu berufen fühlt. Und da ist so irgendwo meine Vorstellung zusammengebrochen. Nach etwas Frustration habe ich mich dann weiter beraten und jemand aus der Studienvertretung hat mir dann gesagt, ja, wenn du dir nicht sicher bist, was du studieren sollst und Mathe dir nicht so viel ausmacht, dann studier doch Informatik. Damit kannst du nachher alles machen. Das hat mich dann irgendwie auch überzeugt und ich habe mich in Informatik eingefunden, das seinerzeit noch wirklich recht neu war, und mich dort aber immer mit der Seite der Menschen beschäftigt. Also wie können Computer uns Menschen unterstützen, besser zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und später auch im E-Learning besser zu lernen. Das ist wahrscheinlich nicht typisch für einen Informatiker, dennoch denke ich, dass es wichtig ist, das auszusprechen, um aufzuräumen mit diesem Stereotypen, dass ein Informatiker eigentlich im stillen Kämmerlein sitzt, nur vor seinem Computer und hier sonst die Welt ausschaltet und sich vor allem nur auf das Programmieren konzentriert. Das ist sicherlich auch noch wichtig, aber dennoch, heutzutage gibt es sehr viele vielseitigere Möglichkeiten, zum Beispiel in der Mensch-Computer-Interaktion, im Design der Schnittstellen, wo man sehr viel mit Menschen arbeiten kann und muss, versuchen kann, die gut zu verstehen, hier auch tätig zu werden. Also dieses stereotype Berufsbild des Informatikers als nur Programmierer, denke ich, ist in einem Zeitalter der Digitalisierung, wo viel interagiert werden muss, völlig überholt. Die Wechselseitigkeit hier zwischen den Entwicklern einerseits und den Anwendern andererseits und auch deren gute Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Deren gute Kommunikation deswegen, damit die Schnittstellen erstellen, die die Interaktion ermöglichen, gut wissen, was eigentlich wirklich gebraucht wird. Welche Anwendungen hier, welche Prozesse, welche Aufgaben hier mit dem Computer erledigt werden sollen. Ich habe schon vorher das Wort erwähnt, Schnittstelle. Was ist das eigentlich? Es ist eine Kluft, es ist eine Lücke hier, einerseits zwischen dem Wesen der Menschen und andererseits zwischen dem Computer. Um diese überbrücken zu können, brauchen wir eben so etwas wie eine Nahtstelle, eine Schnittstelle. Mir gefällt besonders gut das englische Wort Interface. Da geht es inter, das ist das Zwischen, und dann das Face. Also es sind eigentlich zwei Gesichter da, ein technisches, ein menschliches. Und da muss die Interaktion dazwischen, zwischen diesen verschiedenen Systemen ermöglicht werden. Es bedarf also einer Transformation der Signale, die ein Sender, zum Beispiel mal der Mensch, aussendet, um das technische Gerät vom Computer verstanden, unter Anführungszeichen zu werden, wieder eine Antwort zu produzieren und das wieder zurückzumelden. Wie erfolgt jetzt diese Interaktion? Wie ich darüber nachgedacht habe, bin ich drauf gekommen, dass sich das in den letzten 40 Jahren eigentlich vehement verändert hat. Heute, wenn wir an Mensch-Computer-Interaktion denken, ist es vor allem ein Bildschirm wahrscheinlich und ein Laptop, eine Laptop-Tastatur oder ein Smartphone, ein Handy. Aber zu der Zeit, wo ich studiert habe, war das noch lange nicht so. Wir haben Programme geschrieben an einer Maschine, so einem Lochkartenstanzer. Und so eine Lochkarte, da habe ich ein Relikt noch davon gefunden, sieht so aus. Das sind verschiedene Zeichen, die kodiert werden und da wird ein Loch gemacht. Und es wird zuerst ein Programm geschrieben, das wird auf die Karten gestanzt und dann wird so ein ganzer Stapel von Karten durch einen Kartenleser geschickt, damit dann hinten der Großrechner irgendeine Berechnung damit durchführen kann. Heutzutage ist es unvorstellbar, dass man eigentlich nur durch Stanzen von Karten mit einem Computer kommunizieren könnte. Also es ist schon sehr viel in der Zwischenzeit geschehen, die Interaktion so zu gestalten, wie wir sie heutzutage gewöhnt sind. Nichtsdestoweniger denke ich, dass hier auch noch viel zu machen ist, weil es immer wieder Schwachstellen gibt und das dadurch zu einem gewissen Ärger mit diesen Computern führt. Vermutlich haben Sie auch schon so einen Ärger einmal erlebt.
Denken Sie vielleicht einmal, wo in Ihrem Alltag Sie mit Computern kommunizieren. Vermutlich ist das Ihr Smartphone, vielleicht ein Laptop, vielleicht auch einmal eine Mikrowelle, wo man dann, wenn der Wechsel zur Sommerzeit, Winterzeit ist, die Uhr auch umstellen will und da schon sieht, ist das intuitiv, ist das leicht möglich oder doch nicht. Muss ich mich lange damit beschäftigen oder die Anleitung herholen? Mir selbst geht es doch auch oft so, dass mich die Schnittstellen und die Möglichkeit der Interaktion auch ärgern, wenn etwas nicht so ist, wie ich es mir zum Beispiel erwarte. Unlängst wollte ich mein Handy verwenden und es hat geschrieben, ich brauche es zuerst zu entsperren. Ihr Handy muss entsperrt werden. Gut, dann habe ich es entsperrt, habe meinen PIN eingegeben, bin einen Moment in das Hauptmenü gekommen und auf einmal war alles weg. Handy nochmal eingeschaltet, wieder geschrieben, Handy muss erst entsperrt werden. Habe das Handy wieder entsperrt und wieder sobald ich telefonieren wollte, war auf einmal der Bildschirm schwarz. Alles war weg, ohne irgendein Signal, ohne irgendetwas. Nachdem ich das dreimal gemacht habe, habe ich mich schon richtig gefrotzelt gefühlt, mich geärgert und habe das richtig stampfen müssen. Was ist da jetzt los? Gut, erst später bin ich drauf gekommen, die Batterie war leer. Natürlich, dann kann das Handy nichts machen. Aber dass es mir kein Feedback gibt, zum Beispiel anzeigt, dass die Batterie leer ist, dass ich irgendwie sehen kann, das hat mich schon irgendwo geärgert. Und solche Momente sind immer wieder da, die denken, ja, also eigentlich muss man da was besser machen, muss man das vereinfachen. Oder bei einem anderen Anlass, bei einer Konferenz, wollte ich meinen Flug zurückbestätigen. Das sollte man 48 Stunden vor Abflug machen. Mich in das System eingeloggt und habe das versucht. Es waren ungefähr 40 Stunden vor meinem Abflug und die Meldung war, Ihr Flug existiert nicht. Okay, Stress, was ist jetzt los? Bin dann trotzdem in den Vortrag gelaufen, mit einem Kollegen darüber gesprochen, hat gesagt, aber dir existiert er auch nicht, mein Flug existiert auch nicht. Da haben wir schon ein bisschen weniger gestresst, probiert anzurufen, niemanden erreicht. Was macht man dann halt? Einfach nach ein paar Stunden nochmal probieren. Ja, siehe da. Und der Flug ging ganz einfach zu bestätigen. Mit etwas Aufwand der Programmierer dieser Schnittstelle hätte man diesen Stress von einigen Leuten auch vermeiden können. Also es gibt noch einiges zu tun. Und das werden wir uns auch weiter anschauen, wie wir beitragen können, solche Computerinteraktionen, Mensch-Computer-Interaktionen besser zu gestalten, was da die Gesetzlichkeiten dahinter sind. Zu einem kurzen Überblick. Ich bin jetzt in das Thema eingestiegen. Als nächstes werden wir uns mit ein paar wichtigen Begriffen beschäftigen, wie zum Beispiel der Usability, der Software-Ergonomie und dann der User Experience. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, die Prinzipien des Human-Centered Designs zu ergründen und im dritten Video dann zu schauen, wie man Schnittstellen evaluieren kann, um fundiert festzustellen, ob sie gut oder in welchen Punkten sie weniger gut sind. Und im abschließenden Video werde ich dann einiges zusammenfassen und auch zeigen, wie man so etwas in erweiterten, inklusiven Anwendungen weiterverwenden kann und was jede und jeder von uns machen kann, um so eine Interaktion zu erleichtern. Wollen wir uns noch drei wichtige Begriffe hier vergegenwärtigen. Der erste ist die Software-Ergonomie. Da stecken zwei griechische Worte darin, Ergon und Nomos. Das bedeutet die Arbeit plus die Regeln, das Gesetz. Und allgemein versteht man unter ergonomisch gut gestaltet. So sind dann die Ziele der Software-Ergonomie, in Summe auch der Ergonomie, einerseits ein Schutz des Menschen, andererseits die Effektivität, die Effizienz, aber auch Zufriedenheit bei der Zielerreichung zu unterstützen. Also Effektivität, damit wir eine Aufgabe überhaupt lösen können, Effizienz, damit wir sie möglichst schnell ohne unnötigen Zusatzaufwand lösen können und die Zufriedenheit, damit hier eine positive Rückkopplung geschieht, die uns auch hilft, mehr zu leisten.
Der nächste Begriff, den viele sicher schon gehört haben, ist die Usability. Da steckt das Wort Use und Ability drinnen. Also eigentlich die Fähigkeit, etwas zu verwenden, die Fähigkeit der Verwendung. Als deutsche Übersetzung wird da gerne Benutzerfreundlichkeit genommen und wird auch im Marketing verwendet. Das ist ähnlich, aber nicht das Gleiche. Wenn wir an freundlich denken, dann ist das zwar eine schöne Eigenschaft, aber etwas nice to have, aber nicht etwas, was eine wirklich wesentliche, tiefe Eigenschaft ist. Deswegen wäre der genauere Begriff, die genauere Übersetzung Gebrauchstauglichkeit. Dabei ist Gebrauchstauglichkeit das Maß der Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit, mit der Benutzer mit dem System vorgegebene Ziele erreichen können. Die Folgen fehlender Usability sind Auswirkungen auf Benutzer, wie Frustration, wie ich vorher schon ausgeführt habe, manchmal sogar Aggression gegen Computer, Sinken der Motivation, Verlust an Arbeitszeit und Produktivität, damit auch Umsatzverlust und ein Verlust von Kunden, oft auch Imageverlust einer Firma. Trotzdem wird das Streben nach Usability oft klein gespielt und für überflüssig gehalten und zu teuer, weil es doch auch Zusatzaufwand bedeutet. Gängige Argumentationen gegen Usability-Maßnahmen sind: Das Interface vereinfachen wir in der nächsten Version. Das haben wir doch immer schon so gemacht. Zu einfach schaut auch zu billig aus. Das wollen wir nicht. Und einfacher machen kann doch jeder. Dazu brauchen wir keine Experten. Der Begriff, der noch umfassender ist als Usability, ist die User Experience oder die UX. Das bedeutet, dass die allgemeine Erfahrung ist einer Person mit einem Produkt, wie zum Beispiel einer Webseite oder einer Computeranwendung, insbesondere wie einfach so etwas zu bedienen ist und wie angenehm es zu verwenden ist. Jetzt schauen wir uns an, was Designer einerseits, aber auch die Benutzer, Benutzerinnen andererseits dazu beitragen können, um User Experience zu verbessern.